Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video und ich bin auf jeden Fall wieder back, mal wieder richtig back, nicht so wie andere YouTuber, ich will da jetzt mal keinen Namen nennen. Digga! Das, liebe Fische, was an der Stelle komplett. Ich bin wieder back, nach gefühlt 3000 Versuchen, ihr habt schon gesehen. Ich bin 18 geworden am 26.10. Hab jetzt ein Auto und zwar ein Golf 4. Jetzt schon mal hier die erste Abstimmung. Wollte dazu ein Video sehen, wie ich darüber eine Cinematic mache. Zweite PC-Video, soll das jetzt noch kommen? Ja oder nein? Ich bin mir da ein bisschen unschlüssig. Ganz einfach, ich wollte es früher mal machen. Hab's euch angesprochen, aber ich weiß nicht, wie ihr abgestimmt habt, keine Ahnung. Viele waren, glaube ich, für ja. Warum war ich so lange weg? Das wird jetzt hier auch kein Start sein, wo ich dann wieder jede Woche ein Video bringen werde. Mehr Videos machen als auf jeden Fall jeden zweiten Monat. Ich wollte nochmal zeigen, hey, ich bin noch da. Ich bin nicht weg und ich werde es auch weitermachen, aber nicht so regelmäßig. Schreibt mir unten in die Kommentare rein, was wollt ihr für Videos sehen? Gaming-Videos, mit Leuten Challenges, keine Ahnung, sowas wie, sag mir ein Wort für einen Buchstaben, sag mir ein Wort. Also jemand sagt ein Wort und der andere muss ein Alternativwort sagen, sowas eben. Oder was wollt ihr generell sehen, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare rein. Da würde ich euch jetzt noch ein bisschen mehr mit einbeziehen, dass ihr, auf was ihr Bock habt. Kreisliga-Videos vielleicht auch, keine Ahnung. Und zwar die DJI, die Osmo Pocket. Warum fragt ihr euch jetzt, warum Osmo Pocket? Ich habe mich da lang drum gequält, soll ich darüber ein Video machen, ist es eine gute Kamera? Ich habe jetzt 4 Monate mit der Kamera verbracht und kann sagen, für mich, das ist nicht die Kamera, die ich mir erwünscht habe. Was ich mir erwünscht habe, eine schöne Zweitkamera, die einen guten Gimbal hat, die man überall mit hinnehmen kann, die eine richtig gute Bildqualität hat, die auch notfalls die erste Kamera ersetzen kann und ja, um einfach einen zweiten Blickwinkel zu bekommen. 3 von 4 Punkten hat diese Kamera erfüllt, sie war klein, ein Gimbal gehabt, der ist echt gut, nicht so gut wie die Drohnen von DJI, eine okaye Videoaufnahme. So, Videos, man zoomt ran, Pixel. Das ist das erste, was mich abgefuckt hat. Ich habe so gesagt, okay, kann ich vielleicht mit leben. Was das Ding sonst so bietet, es hat nicht den Zweck erfüllt, den ich mir gedacht habe, weil ich habe mir wirklich eine Zweitkamera gesucht, die auch die erste Kamera setzen kann. Und das ist mit dem nicht der Fall gewesen. Meine erste Kamera hat eine viel bessere Qualität, obwohl die nicht viel mehr gekostet hat. Ich werde jetzt darauf gehen, das empfehle ich auch jedem von euch, falls ihr schon eine gute Kamera habt, baut lieber die aus mit guten Objektiven, mit einem Gimbal, was weiß ich. Das bringt viel mehr, als sich sowas hier zu holen. Das ist eher so für die, die für die Familie was aufnehmen wollen, die mal eben was brauchen, bam, Hosentasche raus, ich will das Objekt filmen, sowas halt, ne? Und das kann ich halt nicht gebrauchen, weil ich wollte es ein bisschen professioneller halten, dachte, die Kamera kann das erfüllen, konnte sie für mich leider nicht. Mehr will ich dazu jetzt auch nicht erzählen, ich will euch jetzt nicht zulabern. Ich habe dieses Ding jetzt wieder verkauft, ihr habt es in 1-2 Videos gesehen, es kommt noch im Mallorca-Vlog vom Sommer, der kommt ein halbes Jahr verspätet. Sorry dafür. Ja, wie gesagt, das Ding wird jetzt wieder verkauft. Ich habe die Erfahrung gemacht. Es war nicht schlecht, aber es war auch nicht das, was ich genau wollte. Yo, auf jeden Fall am Ende jetzt nochmal das Video. Meine Kamera ist leer. Ich kann die Videodateien von der Osmo Pocket nicht rüberspielen. Ist es aber nicht wichtig. Ich spreche das jetzt einfach ein. Macht euch selbst ein Bild von der Kamera, wenn ihr euch die kaufen wollt. Für mich war es nichts. Das wollte ich damit euch nur mitteilen. Aber jedem das Seine. Wenn es eure Kamera ist, wenn diese Punkte genau auf euch zusprechen, dann kauft euch die Kamera. Das ist keine schlechte Kamera. So wollte ich es gar nicht sagen. Aber wie gesagt, für mich war es nichts. Das Wichtigste in diesem Video war mir aber, dass ihr reinschreibt unten in die Kommentare, was ihr in der Zukunft sehen wollt. Also schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, weil eure Meinung ist gefragt. Nächste Woche kommt auf jeden Fall wieder ein Video, beziehungsweise für euch diese Woche. Aber ich würde sagen, ich hoffe, ihr freut euch auch, dass ich wieder da bin. Und ich wünsche euch, falls wir uns bis dahin nicht mehr hören, ein schönes Weihnachtsfest. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.